Ja, mein letzter Tag hier in Essaouira ist angebrochen. Ich packe jetzt hier mein Backpack, da habe ich schon alles vorbereitet. Ich muss es einfach immer nur nochmal neu reinsortieren, ansonsten geht das easy peasy. Und dann setze ich mich an den Strand in ein Café, denn mein Bus fährt erst um 17 Uhr. Und mit dem Rucksack so lange durch die Stadt laufen, habe ich auch keine Lust. Ich habe noch überlegt, ob ich ihn hier lasse und dann wieder zurücklaufe. Muss ich mal sehen. Ja, ansonsten wird jetzt gepackt. Dann geht es mit dem Bus zurück nach Marrakesch für 2 Nächte. Und dann geht's nach Malaga und von Malaga nach Berlin. So ist der Plan. Das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Zitronen-Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut, Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Bevor es zum Bus geht, will ich noch einmal den orientalischen Flair der Medina genießen und bummel ein bisschen herum. Die Katzen hier auf dem Fischmarkt, die sind übrigens nicht unterernährt. Die sind richtig gut im Futter. Das ist hier genau mein Geschmack, dieser Holzladen. Genial. Schaut euch doch mal diesen Sessel an. Könnte ich gleich alles mit nach Hause nehmen. Oder hier, schön Blumenständer. Möchte nicht wissen, was sowas kostet. Frage ich lieber nicht, weil sonst bin ich wieder gefangen. So, da habe ich mein Backpack. Jetzt geht's zurück nach Marrakesch. Ich sag bye-bye zu Essaouira. War ganz nett, ja? Hab aber alles erkundet, muss nicht nochmal herkommen. Kennt ihr dieses Gefühl? Ich bin vielleicht im letzten Mal in meinem Leben durch dieses Stadttor gelaufen. Aber wer weiß, was noch kommt. Da mein Bus erst in 5 Stunden fährt, und ich mit dem dicken Rucksack hier nicht so wirklich viel was anfangen kann, habe ich geplant, es gibt so Beachbars, die seht ihr da hinten. Da werde ich jetzt hingehen und mir erstmal Mittagessen bestellen, dann vielleicht noch einen kleinen Drink und so den Nachmittag vertreiben. So haben die was davon und ich habe was davon. Und ich kann noch zum letzten Mal Sonne tanken, denn heute lag der erste Schnee am Morgen in meinem Garten. Es ist der 25. November. Das Video wird sicher erst etwas später online kommen, aber Sonne tanken ist jetzt nochmal wichtig. So, ich bin da. Das sieht doch perfekt aus, oder? Ich guck mal auf die Karte. Ja, ein bisschen hochpreisiger, aber okay, das ist für Hotelgäste. Das scheint hier irgendwie an so einem Hotel angepasst zu sein. Aber ich habe jetzt hier so ein großes, auch so ein Sonnenbett. So. Und hallo. So, jetzt muss ich mich leider aus der Liegeposition nach vorne begeben, weil die erste Lage hier ist gekommen. Wow, Cappuccino sieht sehr lecker aus. Und dann gibt es hier immer so eine kleine Vorspeise. Wow, darauf habe ich gewartet die letzten 2 Wochen. So, habe mir gleich noch einen Tee bestellt. Sind immer noch 2 Stunden, die ich Zeit habe.
Also, wer heute zur Insel schwimmen möchte, der muss etwas weiter schwimmen. Heute ist der Strand echt schmal hier. Schaut mal. Eigentlich stehen hier immer noch Liegen, aber ja, High Tide würde ich sagen. So sieht übrigens das Rathaus hier aus. Das Rathaus von Essaouira. So, ich sitze jetzt hier am Busbahnhof. Mein Gepäck hat schon den Schnüpfel bekommen. Hat 5 Dirham, also 50 Cent gekostet. Und ja, ich zeige euch nochmal meinen Ausblick. Ich warte jetzt hier auf den Bus. So sieht es hier gerade aus vor mir. Ich sitze hier schön in der Sonne, bräune meine Füße. Hier neben ist die ganze Zeit schon Unterhaltung. Da wird irgendwas eröffnet, keine Ahnung. Ja, ansonsten halt ein Busbahnhof, ne? So, der Bus ist schon mal da. Ungefähr 45 Minuten früher sogar schon. So, Rucksack ist drin, Beweisfoto. Blöderweise hatte ich beim Ticketkauf vergessen zu erwähnen, dass ich gerne am Fenster sitzen möchte. Und jetzt glaube ich, dass ich einen Gangplatz habe. Aber gut, schläft sich ein bisschen schlechter, aber mein Gott, 3 Stunden kriege ich schon rum. Ich sitze eigentlich auf Platz Nummer 4 ganz vorne. Ich habe mich jetzt hier hinten hingesetzt, weil der Bus ist relativ leer. Ich hoffe, dass ich hier am Fenster sitzen kann, ohne noch einen Passagier neben mir, und da ein bisschen schlafen kann. Schauen wir mal, ob mich jemand wegschubst. So, es geht los. Bye bye, Essaouira. Ich bin zurück in Marrakesch. Es hat gut geklappt, das erste Taxi. Also mit dem Verhandeln ist ein bisschen schwierig. Abends ist es teurer. Das wusste ich natürlich nicht. Habe jetzt 70 bezahlt, also 7 Euro. Das günstigste war bisher 3 Euro. Und ich bin jetzt hier direkt am La Place und mein Hotel ist auch schon ganz dicht. Diesmal 300 Meter um die Ecke. Hier ist wieder richtig was los. Oh je. Roomtour, hört mal, ich bin am La Place direkt und hier ist mein Zimmer. Hab mich schon ein bisschen abgeladen hier mit Fenster, aber in den Innenhof sozusagen. Und hier ist das Bad. Und das geht nach hinten. So, jetzt gehe ich natürlich auch wieder gleich auf die Dachterrasse. Der Mond scheint hell. Oh mein Gott, kann ich direkt auf La Place gucken. Da muss ich als erstes jetzt mal hin. Es war eine große Dachterrasse. Ach, und hier unten ist mein Zimmer. Da. Sehr schön. So, jetzt bin ich nämlich auf dem Weg nach Mitbringseln. Meine Familie hat mir Aufträge gegeben. Und da muss ich jetzt noch ein bisschen hier über den Markt schlendern. Habe ich mir schön 1 Kilo Mandarinen aufschwatzen lassen. Die muss ich jetzt in einem Tag essen.